quasi verbieten. Also das ist die Giftbox gesponsert bei Airbnb. Das ist eine Art offene Tauschbörse hier im Karo-Viertel. Der Flo und ich haben das zusammen gebaut. Das Konzept stammt von Andreas Richter. Das ist aber ein Open-Source-Konzept, sodass jeder der Sache annehmen kann und die Sache durch Deutschland treiben kann sozusagen. Wir haben das mal entdeckt in Berlin, wie der Andreas das gemacht hat. Also der Flo ist ein Freund von Andreas. Und Airbnb hat sich dann bereit erklärt, da ein Sponsoring zu machen. Ja. Und die Sache so ein bisschen in Deutschland voranzutreiben. Und das ist jetzt die erste Giftbox in Hamburg hier. Heute ist sozusagen die Eröffnung und die Taufe und die erste Befüllung und es läuft ja auch schon ganz gut. Und der Idealfall ist, dass jetzt sich die Leute davon angesprochen fühlen und selber motiviert sind, in ihrer Stadt auch oder in ihrem Bezirk oder in ihrem Viertel auch eine Giftbox zu bauen. Ein Vorteil, den wir halt haben, dadurch, dass wir jetzt Airbnb als sozusagen Sponsor haben, ist, dass es einen gewissen Grund, Flyer, Plakate etc. Gibt, sodass es jedem, der das machen möchte, eigentlich sehr leicht fällt, einmal nur ein bisschen Sperrholz zu kaufen. Wenn man zu einem Baumarkt fährt oder zu einer Tischlerei, kriegt man häufig auch, dass man sagt, hast du Reststücke über, sponsorst du mir ein bisschen was und man kriegt eigentlich was, sodass man das auch wirklich nachhaltig dann das Ganze bauen kann. Man muss nicht viel Geld reinstecken und es geht ein bisschen dem Trend entgegen, jedes Mal alles, was man zu Hause stehen hat, noch bei eBay reinzustellen oder zu sagen, ja, ich verkaufe das doch irgendwie, weil das meiste brauche ich nicht verkaufen. Es bleibt eh liegen und ich kann einfach mal auch mal dazu hinkommen, einfach etwas zu verschenken, einfach es weiterzugeben. Und es fördert, sagen, ja. Es fördert auch einfach die Nachhaltigkeit und das Bewusstsein der Leute. Genau, von Airbnb bekommt man dann so ein Starterpaket, also falls ihr Lust habt, auch eine zu bauen. Genau. Ihr bekommt Flyer hier, ich zeige mal die Giftbox-Flyer, die kann man auch aufmachen und dann ist da ein Verweis drin zur Internetseite und so weiter. Und ihr bekommt Karten und Poster und einen Bauplan und dann könnt ihr in eurer Stadt einfach loslegen, auch eine bauen. Bei Facebook vielleicht mal reingucken, da gibt es schon ein paar Gruppen und dann einfach uns kontakten bei Facebook und dann lassen wir alles weitere auf euch zukommen.